Das Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus. Heimat für jede Menge Leben. Jeder Mensch besitzt eine unantastbare Würde und die Freiheit, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Schon von klein auf benötigt jeder Hilfestellungen, Förderung und Unterstützung auf seinem Weg, ein Teil der Gesellschaft zu werden und um zu seiner eigenen Persönlichkeit zu finden. Genau diese Hilfe bietet das Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Herxheim, Landau und der Südpfalz. Wir sind Teil der Caritas im Bistum Speyer, in Deutschland und der Welt. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderung in Würde leben können und unterstützen ein Leben in Vielfalt. Erste Anlaufstelle für Eltern, die Auffälligkeiten in der Entwicklung ihres Kindes feststellen, ist das Frühförderzentrum. Hier findet eine fachlich fundierte Einschätzung mit Diagnose, Behandlung und anschließender Förderung von Kindern und Jugendlichen statt, bei denen Entwicklungsauffälligkeiten vermutet oder festgestellt wurden. Außerdem werden die Eltern nicht nur begleitet und beraten, sondern... Die Besonderheit an unserer Einrichtung ist, dass wir im interdisziplinären Team zusammenarbeiten, das heißt mit verschiedenen Berufsgruppen, Kinderärzte, Psychologen, Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Und alle schauen das Kind durch ihre eigene fachliche Brille an und wir versuchen dann, einen Gesamteindruck zu gewinnen und einen Behandlungsplan zu erstellen. Im integrativen Kindergarten werden Kinder betreut, die in ihrer Entwicklung verzögert oder auffällig sind, egal ob mit oder ohne Behinderung. Schön, dass du da bist. Hallo, Lea. Schön, dass du da bist. Hallo, Abdul, Tag und hallo. Gemeinsames Spielen, mit und voneinander lernen, lässt sie von Anfang an verstehen, dass es normal ist, verschieden zu sein und dass die Stärke in ihrer Gemeinschaft liegt. Im integrativen Kindergarten erfahren sie zusammen mit den Erzieherinnen und Erziehern in einer anregenden Umgebung eine individuelle Förderung mit viel Geborgenheit und Zuwendung. Zu einer selbstständigen Lebensführung in Gemeinschaft mit anderen gehört auch die Unterstützung bei der körperlichen Entwicklung der Kinder. In der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung werden in kleinen Lerngruppen die wichtigsten psychomotorischen Fähigkeiten vermittelt. Ball eng am Fuß. Mit viel Spaß an der Bewegung kann so gefördert und gefordert werden. Turnhalle, Schwimmbad und Snuselraum steigern die Wahrnehmungsfähigkeit und das Geschick und stärken somit das Selbstvertrauen. Am Standort in Herxheim werden die Kinder ganz nach dem Leitspruch »Hilf mir, es selbst zu tun« bei der Alltagsbewältigung und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt. Die zentrale Rolle spielt dabei das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Dazu gehören Regeln und Normen, genauso wie Individualität und Selbstbestimmtheit. Die Schule geht aber weit über den Unterricht hinaus. Sie ist nur Startpunkt für vielfältige Aktivitäten und Hobbys wie Fußball, Boulespiel und Tanzen oder gemeinsames Musizieren und Singen. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene wohnen bei ihren Familien und kommen zum Lernen und Arbeiten in das Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus. Menschen aller Kulturen, die nicht in der Lage sind, einer regulären Beschäftigung nachzugehen, bietet die Tagesförderstätte arbeitsweltbezogene Angebote, damit sie ihr Grundrecht auf Arbeit wahrnehmen können. Ohne Leistungsdruck und mit seinen individuellen Möglichkeiten erlebt sich so der Mensch als Teil einer produktiven Gesellschaft. Wohlfühlen im neuen Zuhause. Für Lebensqualität spielt Wohnen eine wichtige Rolle. Wir bieten Wohnformen für alle Altersstufen und Behinderungen an. Für Menschen mit weitgehender Selbstständigkeit und nur geringer Assistenz, bis hin zu Wohnsituationen für Menschen mit Mehrfachbehinderungen.
Wir schaffen ein Zuhause mit individuellen Angeboten. In kleinen Wohngruppen, mitten im Sozialraum und werden so zum Teil einer lebendigen Gemeinde. Die Assistenz zum Wohnen und unsere Dienstleistungen bieten wir an 15 Standorten in der Südpfalz an. So unterstützen wir täglich 750 Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Dafür engagieren sich 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Caritas-Förderzentrum St. Clarentius und Paulus ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Stets am Puls der Zeit passen wir unsere Dienstleistungsangebote den jeweiligen Bedarfen unserer Kunden an. Ambulante Dienste wie die Kurzzeitpflege, der familienentlastende Dienst oder der Fachdienst für Inklusionspädagogik haben das Ziel, Familien zu unterstützen und die Menschen mit Behinderung zu begleiten, ihnen Teilhabe zu ermöglichen. Heute gibt es. Heute gibt es. Salatteller mit gebackenen Salzkäse. Mit speziellen Hilfsmitteln wie unterstützter Kommunikation oder altersgerechten Assistenzsystemen erhält jeder die Freiheit, sein Leben so gut wie möglich selbstbestimmt zu gestalten. Alle haben einen Computer. Ich mache das mit den Augen. Diese Hilfsmittel dienen dazu, trotz Einschränkungen ein würdevolles Dasein zu führen, mit anderen zu kommunizieren, aktiver am Leben zu partizipieren und so seine eigene Persönlichkeit besser auszuprägen. Auch ehrenamtliche Helfer und Freiwillige engagieren sich im Projekt Lilly – Leben in Landau inklusiv – und unterstützen so individuelle Bedürfnisse und Wünsche Behinderter im Freizeitbereich. So vielfältig wie die Angebote und die Menschen im Caritas-Förderzentrum ist auch das Mitarbeiterteam. Hier arbeiten Pädagogen, Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Heilerziehungspfleger sowie auch viele Berufsgruppen aus anderen Arbeitsfeldern. Miteinander leben bedeutet aber nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch zusammen feiern. Und Anlässe gibt es genug. Tage der offenen Tür, Grillfeste, Straßenfeste oder Tagesausflüge, zum Beispiel auf die Burg Landeck, fördern den Zusammenhalt und helfen, Barrieren im Kopf zu überwinden. Nur wenn viele Menschen mithelfen, kann Inklusion funktionieren. Jeder kann mithelfen. Inklusion bedeutet für uns mehr als nur die Gewährleistung von Barrierefreiheit. Nämlich die vollständige Einbeziehung beeinträchtigter Menschen ins gesellschaftliche Leben, ihre gleichberechtigte Anerkennung und Würdigung. Darum bieten wir allen eine große Auswahl an Veranstaltungen und Kursen, die eine sehr hohe Nachfrage haben. Seien es Konzerte, Weihnachtsbasare, Buhl- und Fußballturniere, Grill- und Sommerfeste und vieles mehr. Über allen Aktivitäten und Aktionen steht ein wertschätzendes Selbstverständnis des Mitgefühls und der Respekt des gesamten Teams gegenüber den Menschen in ihrer Vielfalt. Mit dem Dienst am Menschen in Not wird eine Wesensaufgabe der Kirche umgesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter assistieren aber nur dort, wo die Menschen es wollen, unterstützen deren Eigeninitiative und Selbsthilfe. Wir gehen dabei freundlich, vertrauensvoll und offen miteinander um. Als professioneller Dienstleister in der Region und für die Region gilt für alle das Leitbild, mutig, offen und offensiv zu arbeiten, um innovative und kreative Ideen auf den Weg zu bringen. Damit im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus vor allem eines passiert. Jede Menge Leben.